So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das brandneue und aktuelle Just Kid It Magazin Nummer 6 für rund 4,20 Euro. Was gibt es für 4,20 Euro? Fußballtattoos. Hey. Und ein brandneues und aktuelles Harry Potter Sticker Booster. Ja, das ist die brandneue und aktuelle Serie. Die sind rot, die Stickertütchen. Sonst waren die, glaube ich, blau. Aber nichtsdestotrotz. Ihr wisst ja, ich stelle euch das nur vor hier, wo was drin ist und dabei ist. Na. Aber wenn ihr Lust zu habt, na, wie geht das denn hier? Diese Sticker zu sehen oder zumindest das Stickeralbum. Schreibt ihr mir das in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch da. Umso mehr Daumen hoch da sind, umso schneller mache ich das. Warum? Das sind die brandneuen und aktuellen Harry Potter Sticker-Tütchen. Und das ist das passende Sticker-Album dazu. Lege ich dabei und warte auf eure Kommentare oder auf eure Daumen da. Also nichtsdestotrotz, das ist das brandneue Harry Potter. Nicht in diesem Video. Aber dann natürlich die Fußball-Tattoos. Naja, ganz ehrlich, muss man die haben? Weiß ich nicht. Aber der eine oder andere von euch, der mag die, glaube ich. Das dazu. Aber nichtsdestotrotz blättern wir natürlich jetzt erstmal in das brandneue und aktuelle Just Kid It Magazin Nummer 6 für 4,20 Euro drin herum. Aber ihr wisst ja, es ist absolut sportlastig, sehr großen Anteil fußballlastig. Aber es gibt mal was Interessantes auf Just Kid It und mal eben, naja, weniger Interessantes, so wie in diesem Fall. Ja. Cooles Merchandising, dann natürlich einiges an Spielern, Merchandising, mehrere Poster, ihr seht es, die ich natürlich jetzt nicht alle raushole und in der Kamera zeige. Nachher halte ich eins länger in der Kamera oder mag es besser. Und dann heißt es, warum hast du den länger? Nee, nee, ihr kennt das auch bei den Boosterkarten oder sonst was. Ich gehe nicht auf die Spieler drauf ein. Merchandising, Pokémon-Karten. Frauenfußball ist richtig cool. Einiges oder Sportler, wo die im Urlaub sind. Hier ist es natürlich das brandneue und aktuelle Harry Potter Sticker-Album. Also Merchandising. Wie gesagt, habe ich euch ja gezeigt. Lasst einen Daumen hoch da oder schreibt es mir in die Kommentare. Dann boxe ich das eben schneller an. Ihr so eingeschickt habt und schon wieder ist neu. Also das war jetzt das brandneue und aktuelle Just Kid It Magazin Nummer 6 mit Fußball-Tattoos und ein Sticker-Tütchen der brandneuen und aktuellen Harry Potter Serie. Aber nichtsdestotrotz, schreibt immer alles in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Und habt ihr es selber schon oder wollt ihr es auch mal wieder warten, bis Nummer 7 draußen ist, weil so viel oder irgendwas Interessantes da so wirklich nicht bei. Muss ich ehrlich sagen. Das dazu. Wenn ihr Lust habt, zu das neue Harry Potter Sticker Album Unboxing zu sehen, lasst einen Daumen hoch da oder schreibt es mir in die Kommentare. Aber das war's mal wieder von Just Kid It. Aber das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.